Ja, hallo Lieben, es ist Christian Schreier, Coach, Diplompsychologe und vieles mehr. Und diesmal wieder rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und auch noch das eine oder andere mehr. Nur noch bis, wenn ich das Video bringe, ist glaube ich Sonntag, also nur noch bis heute Abend 24% auf meine Kurse und Sessions und so weiter. Gönn dir das noch, steig noch ein in die Kurse, die es jetzt länger nicht mehr gibt, die Challenges, Selbstliebe-Challenges und geht ja auch dann der neue Kurs los am 20. Jenseits von Ego, Angst und Narzissmus und auch Ex-Detox oder glaube ich auch bald wieder los. Naja, findet ihr alles auf leadership.de auf jeden Fall. Naja, vorab noch ein Danke auch an die fleißigen Buchkäufer. Also es nimmt gerade wieder ein neues hoch, mein neues Buch hier vom Opfer zum Gestalter. Bin wieder da hier auf Platz 1 moderne, postmoderne bei Amazon und sogar bei Platz, also in den obersten 300 bei allen Büchern auf Amazon. Das ist wirklich sensationell, das ist absolut sensationell und ich freue mich und auch mein erstes Buch, Liebescode, wird im Schlepptau auch wieder mehr gekauft. Richtig cool. So, heute haben wir mal wieder eine Mail, eine Nachricht von Raschnetzkula und sie schreibt, hallo Christian, vor ein paar Jahren erlebte ich Ende 30 eine ziemlich heftige Krise meiner Ehe, zumal ich hatte das Gefühl, von ihm nicht mehr gesehen zu werden. Wir hatten ein Jahr keinen Sex mehr miteinander. An Liebe mangelt es in unserer Beziehung keineswegs. Fast täglich wechselten wir Worte der Zuneigung bzw. kleine alltägliche Zärtlichkeit miteinander aus, aber es fehlte definitiv an der Lust aneinander. Das ist ja das Thema. Guckt auch gerne mal meine Bücher rein. Liebescode läuft auch gerade wieder richtig gut, wo mein zweites Buch raus ist. Unteraktivierte Beziehung kann auch so ein Thema sein, ne? Dass man einfach zu sehr auf dieser Freundschaftsschiene unterwegs ist, ist aber jetzt nicht toxisch. Toxisch ist ja meistens überaktivierte Beziehungen und Sex so vorne dran steht und zumindest das ganze Dopaminsystem da völlig abgeht im Kopf. Da eine offene Beziehung für ihn nicht in Frage kam und ich mich auch nicht von ihm als Menschen trennen wollte, ergab sich für mich dann die bunte Welt des Online-Datings, in die ich heimlich und völlig naiv eintauchte. Ich kann davon nur abraten. Du begibst dich jetzt, also ich würde das nicht heimlich machen, ich würde das mit offenem Visier machen. Ich würde sagen, so, wir haben keinen Sex mehr. Ich suche mal jetzt jemand für Sex. So, und das scheint mir fair zu sein, ne? Ich meine, die Welt ist nicht fair, weiß ich, aber es scheint mir fair zu sein und hätte vielleicht eurer Beziehung auch nochmal einen Push gegeben, könnte sein, vielleicht auch nicht, aber ich würde es nicht heimlich machen, keine fucking Dreiecke, ich immer wieder sage, ob man da reinrutscht, ob man das bildet, wie gesagt, wenn das alles offen ist, alle Beteiligten wissen, das ist vielleicht eine andere Geschichte oder man offene Beziehungen vereinbart, ne? Aber so kann ich nicht empfehlen. Nicht empfehlen. Da ich meinen Mann schon sehr lange kenne, und auch nicht viel Sexualpartner vor ihm hatte, war ich umso faszinierter, wie anscheinend attraktiv ich rüberkam und auch einer gewissen Bildung, bin selber Akademikerin. Esprit und Charme bei der Männerwelt kam ich gut an. Ich hatte mich bisher auch nur für einen interessiert und mein Leben ganz der Wissenschaft verschrieben. Es kam, wie es kommen musste, mein Ego erlebte zum ersten Mal einen regelrechten Schub. Ja, das ist jetzt das Ego, kann man so richtig hören. Das ist ja mein neuen Kurs da, Jenseits von Ego, Angst und Narzissmus. Gucken wir uns das mal sehr an, das neue Ego. Ego muss man auch in den Arm nehmen, ich meine, ähnlich wie das innere Kind. Und das kommt einem beim Dating schon manchmal total in die Quere. Ne? Ja. Gut, aber es ist menschlich. Die vielen Komplimente und erwachsener Männer schmeichelten mir, dennoch blieb ich zuerst noch körperlich auf Distanz. Es folgte dann irgendwann gewollter Ausrutscher Nummer 1. Ja, sagst du den Männern denn auch, dass du vergeben bist?
wäre so die Frage. Der Sex war toll, aber der Mann war mir zu unreif. Ich wollte mehr so das volle Paket haben und so kam jemand anders in mein Leben. Zuerst war er gar nicht so mein optischer Typ, doch sein Schreibstil beflügelte mich. Er kam auch aus einem ähnlichen Berufsfeld. Nach dem ersten Date bei ihm zu Hause und nach unserem ersten Sex wusste ich, dass ich ihm verfallen war und mir wahrscheinlich ordentlich die Finger verbrennen würde. Ja, das ist... Ja, ich meine, wenn man lange... wie gesagt, von Heimlichkeiten halte ich nichts. Aber klar, wenn man lange... jetzt in so einer sexlosen Ehe war, dass man es dann krachen lassen will, das kann ich natürlich verstehen. Ist natürlich auch eine Gefahr, dass man dann diese liebessüchtigen Geschichten reingerät. Ne? Ja. So. Er war auch verheiratet. Oh, was ein Viereck. Okay. Plötzlich befand ich mich im Viereck. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Ja, auch keine fucking Vierecke. Falls jemand meint, das ist ja kein Dreieck. Er hatte viele tolle Pläne, die er gerne mit mir erleben wollte. Ja, wie gesagt, ist immer wieder, Worte sind ein absoluter Scheiß. Worte sagen. Nee, Worte könnt ihr eigentlich streichen. Das könnt ihr einfach, weiß ich nicht. Das Thema könnt ihr abhaken. Worte sind geduldig, leider. Das sieht man ja überall. Also, naja. So, unsere sexuelle Beziehung war sehr intensiv. Ja, wie das dann immer so ist in diesen Dreiecks, Vierecks. Ja, wenn ihr das wollt, macht es. Wenn ihr das Karma herausfordern wollt, macht es. Wir haben ja alle die Chance, unser Leben so zu verbringen, wie wir wollen. Wenn man sagt, hey, ich gehe voll auf Risiko und mach solche Sachen. Da habe ich auch jetzt, wie gesagt, wir alle machen solche Sachen irgendwann mal im Leben, glaube ich. Vielleicht nicht unbedingt fremdgehen, aber irgendein Quatsch. Und wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der Papst oder so, aber ja, also wir dürfen alles machen. Wir müssen nur auch für alles Verantwortung übernehmen und die Konsequenzen dann irgendwie ertragen. So, ne? Die vielleicht ein bisschen später kommen. So, ja, er erzählte mir, dass sie auch nur ganz wenig Sex hätten. Also was so eine Affäre erzählt, würde ich ja schon mal gar nicht glauben, weil es kann sein, dass die Hammersex haben jeden Tag und es reicht ihm einfach nicht und er ist einfach süchtig nach Aufmerksamkeit und braucht noch einen Kick und noch einen Kick und noch einen Kick. Also das würde ich schon mal gar nicht, würde ich nichts von glauben, gar nichts. Würde ich zur Kenntnis nehmen und wir denken, ja, klar, red du mal. Also, ne? Naja. gut. Es würde ihn nicht körperlich, geistig nicht richtig erfüllen. Und er hätte noch nie so eine Seelenverwandte für mich getroffen. Also hier würde ich, also jetzt mal ganz diesen Dreieck, Viereck, würde ich hier an dieser Stelle, würde ich aussteigen einfach, würde ich sagen. Oh, das hier, die Seelenverwandtschaftsnummer. Also wenn euch jemand sagt, er ist euer Seelenverwandter, kann ich wirklich nur raten, nehmt eure Füße in die Hand, lauft ganz weit weg nach Australien. Also das ist nun wirklich... Ah, ja, okay. Zumindest in so einem Setting, ne? Es mag ja vielleicht ein anderes Setting geben, wo das mehr Sinn macht, sowas zu sagen. Aber in so einem Setting, ey, oh... Sofort denken, ey, Bad Guy und alles klar. So, er lobte meinen Körper. Ja gut, das haben wir hier. Das übliche Lovebombing. Ja, meinen Geist und meine authentische Art und Weise. Alter Falter. Okay. Jeden Tag schrieben wir uns ganz viele Nachrichten und ich wurde süchtig nach ihm. Ja, das ist ganz normaler Ablauf jetzt, Lovebombing. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es für ein Typ ist. Lovebombing machen viele Menschen. Du bist jetzt da reingequatscht und dann noch das ganze auch das kann ich nur massivst von abraten. Dieses ganze Geschreibsel, das erhöht so diesen Fantasy-Bond und einfach treffen, nicht schreiben, treffen, Date um Date, eigene Spielfläche sauber halten. Keine Dreiecke, keine Vierecke, aber was soll's? Das sind die Mails, die ich ständig kriege. Und wenn ihr das weitermachen wollt, Dreiecke und Vierecke, hey, go for it, go for it.
stürzt euch ins Feuer und verbrennt euch. Wer da Bock drauf hat, go for it. Macht's den ganzen Tag, macht's noch 50 Jahre. Ja, und schreibt mir mal wegen solche E-Mails. aber ja, dann beschwert euch nicht, wenn das schief geht. Also, das muss ich ganz klar sagen. Ne? so. Da er aufgrund seiner Familie nicht immer Zeit hatte, ja klar, schluckte ich abgesagte Treffen runter. Ja, das gehört ja zu dieser ganzen, dass man das auf so ein Podest stellt dazu, dann dieses, dass man jemanden nicht haben kann, weil das ist ja manchmal dann auch langweilig, wenn man jemanden haben kann. Und ja, also macht es. Aber es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so super hochschwingend. So, jetzt, ne? Das aber egal, also wir machen auch alle viel niederschwingende Sachen noch und ja. Und das ist auch keine Bewertung, sage ich nochmal ganz bewusst, wir sind ja alle keine Heiligen so, ne? Am Anfang sollte es ja wirklich nur eine Affäre mit ihm werden. Ja, man kann nicht einfach Sex mit jemandem haben, das hat immer Konsequenzen, ja. Seine Unverlässlichkeiten nahmen zu, ja, was erwartest du im Dreieck wirklich oder Viereck? Und es ging zunehmend, ging es nicht mehr so gut. Ich spürte, dass es inzwischen mehr als nur eine Sexbeziehung war, versuchte mich von ihm zu lösen. Dann hattest du noch so ein Live-Event, dann trenntest du dich von ihm natürlich endgültig und wir hatten längere Zeit keinen Kontakt. Ich hatte ihn fast vergessen, dann meldet er sich plötzlich mit einem Hey, wie geht's dir wieder zurück? Das ist ja wie aus dem Lehrbuch hier. Hallo, wie geht's? Ich denke an dich. Ich habe gerade irgendwie eine Maus gesehen und habe an dich gedacht und ich dachte, ich schreibe dir mal. Übersetzung ist, mir fehlt gerade anderweitige Bestätigung und ich gehe jetzt mal wieder meine Telefonliste hier durch. Und ja, aber mein Gott, ich meine, abgesehen davon, dass ihr beide da euch nach fern schmeißt, kann man ihm jetzt vieles auch nicht sagen, dass er das nicht gefühlt hat. Irgendwie so, also Lovebombing muss auch nicht immer bewusst sein. Aber ja, er hat ja nichts versprochen und außer jetzt, ja, dass er halt, vielleicht hat er Treffen abgesagt, aber so ist das nun mal eine Affäre und ja. So von daher macht es absolut Sinn, dass er sich wieder meldet. Mittlerweile habe ich mich in aller Freundschaft von meinem Mann getrennt und war im Begriff, ein neues Leben zu beginnen. Gut, jetzt haben wir zumindest schon mal vom Viereck aufs Dreieck, aber es wird dadurch nicht besser. Also, ich war Single und frei und mir ging es aufgrund dieses Live-Events emotional nicht gut. Ja, das bringt dann ja auch immer gerne toxische Beziehungen, so Live-Events. Er hatte wieder leichtes Spiel von mir, er war wieder da, natürlich hat er sich nicht getrennt, klar, aus irgendwelchen, ja, Gründe sind ja immer egal, weiß ich nicht, die Maikäferflut, weiß ich nicht, der kalte Frühling, was könnte es noch sein, dass man sich nicht trennt, ist wieder ein Gletscher abgeschmolzen, es gibt so viele Gründe, warum man sich nicht trennen kann, ja, gut. Also, sofort war ich wieder bereit, mich mit ihm zu treffen. Dann können wir endlich wieder wir selber sein, sagt er zu mir, und dass ich seine Seelenverwandte, ich kann das nicht mehr hören, dieser Seelenverwandte, ich kann das nicht mehr hören. Oh. Okay. Das anberaumte Treffen, ist auch noch an, das kommen auch wieder diese, dass man sich natürlich nicht zu Hause treffen kann, sondern muss sich an, auch das höre ich immer wieder, an aufregenden Orten treffen. Also ja, Leute, wenn ihr das braucht, diesen Kick, ich würde es, aber dann macht es doch mit jemandem, der wirklich Single ist. So. Und klar, wenn man das Bock drauf hat, mal wieder, weiß ich nicht, Sex in der U-Bahn steht jetzt hier nicht, sage ich jetzt immer so, oder Sex im Aufzug, wenn man das braucht, klar, go for it. Ich würde es dann nicht immer machen, dass Single ist. So, ne? Auf das ich mich ihm aus Abenteuerlust, verwirrte Emotionen eingelassen habe, sagte er natürlich wieder ab. Ja, was soll sich jetzt geändert haben, ne? Gar nichts, nada, niente, nix. Spiel hatte wieder begonnen und ich spielte diesmal aber nur halbherzig mit. Seine Konstrukte waren mir inzwischen klar und ich hörte ständig von ihm,
ja, denken jetzt über mich nach, aber ich war so mit meinem Live-Event beschäftigt, dass ich nicht emotional nicht loslassen konnte. Ich versuchte und ich spürte, wie er mich durch Nicht-Melden an der kurzen Leine halten wollte. Aber das jetzt will oder einfach keine Zeit hat, das wusste er natürlich nicht. Ne? So, dann machte ich wieder einen Cut. Ich sagte ihm, dass ich einen neuen Mann gefunden habe, um mich emotional zu schützen und auch ein wenig von ihm weh zu tun. Ja, gut, dass du das so, ich finde, du hast da, glaube ich, schon einen Blick auf dich. Das ist natürlich das Ego, ne? Ja. Jetzt haben wir seit 3 Monaten gar keinen Kontakt mehr, aber ich weiß, dass es nicht das letzte Mal so viel von ihm gehört zu haben. Wie soll ich mich verhalten, wenn er mich irgendwann wieder kontaktieren will? Hä, wenn du weiter diese Abenteuerschiene fahren willst, go for it, ne? Ansonsten, ich halte ja, also ich weiß nicht, falls du das nicht wissen solltest, aber ich glaube, du weißt es, kann ich gerne wieder sagen. Nochmal, wie ungefähr, vielleicht denk mal 87 Videos, keine Dreiecke. Und dann wird es natürlich bedeuten, dass du seine Nummer löscht, die blockierst und ja. Aber das bringt jetzt auch nichts, über ihn nachzudenken, weil das Problem ist ja auch bei dir, dass du dich auf sowas einlässt irgendwie. Ne? So. Also ich würde gucken, was will ich hier eigentlich? Und wenn ich hier, okay, ich will hier absolut crazy Abenteuer, dann ja, dann bleib auf Tinder oder wo auch immer. War das Tinder? War es jetzt gerade gar nicht mehr? Naja, weiß jetzt gerade nicht mehr, ob das Tinder war oder nicht. Ach, Online-Dating war es vielleicht nicht Tinder. Ja, dann mach das weiter. Aber nimm jemand, der zumindest Single ist, irgendwie, das würde ich sagen. Und da musst du wirklich mal in dich gucken, was du willst gerade. Und wenn du eine Beziehung willst, dann, also man kann nicht sagen, ich möchte Salat, jetzt ab jetzt nur noch Salat essen sich und sich jeden Tag einen Nutella-Bowl schmieren. Das funktioniert nicht. Und dann kann man, ja, warum schmiere ich mir einen Nutella-Bowl? Weil man es macht. Und man muss es halt lassen. Also da musst du auf deine Liste gucken und sagen, ja, ich will gerne eine feste Beziehung haben. Kann der nicht liefern? Fertig. Also das ist, weiß ich nicht, das, also da kann ich nur raten, da eine gesunde Härte zu entwickeln und einfach zu sagen, ja, entspricht nicht meinen Standards, zack, bumm, weg, aus die Maus. Fertig ist die. Mehr muss man dazu nicht sagen. Fertig. So, ne? Und wenn man, wenn man das nicht macht, ja, dann gibt es eben weiter Nutella-Brot und keinen Salat und fertig. So, mehr ist dazu nicht zu sagen. Und also natürlich kann man jetzt immer wieder gucken, inneres Kind, und das gehen wir ja in meinen Kursen, machen wir ja auch ganz viel, inneres Kind und Eltern angucken und sich das klar machen, wie toxische Beziehungen funktionieren und warum keine Dreiecke. Und das ist auch alles gut und richtig, und da kann ich euch auch noch raten, guckt da meine Kurse rein. Aber in letzter Konsequenz ist einfach eine Entscheidung, zu der man aber kommen muss, zu sagen, mache ich nicht mehr. Bringt's nicht, ist zu riskant, weil die, das ist wie mit Drogen, ne? Das ist vielleicht die ersten Male, wenn man Drogen nimmt. Das ist wahrscheinlich ganz lustig, weiß ich nicht, habe ich nie. Aber irgendwann wird das Negative halt immer mehr, ne? Das ist so ein Spiel mit niederschwingenden Energien, sag ich jetzt mal so. Und ja, niederschwingende Energien können sich durchaus gut anfühlen, können sich Drogen gut anfühlen und. Aber it's up to you, ist deine Entscheidung. So, soll ich ihn ghosten? Ach, Leute, mit diesem Ghosten, also ich weiß nicht mal, was mit diesem Ghosten, also ich finde, Ghosten ist, wenn jemand, mit dem ihr eine Beziehung habt, über viele Monate, vielleicht Jahre, und der sich ganz plötzlich nicht mehr meldet, das ist Ghosten. Ghosten ist für mich nicht, wenn sich jemand nach 3 Dates nicht mehr meldet. Ghosten ist für mich nicht, wenn ihr euch getrennt habt und keinen Kontakt mehr aufnehmt, das ist alles kein Ghosten, das ist einfach gesunde Grenzen und fertig, ne? Obwohl das sein und nicht mein Niveau wäre, also ehrlich gesagt, beim Trennen aus toxischen Beziehungen würde ich mir über Niveau gar keine Gedanken mehr machen. Also ich finde das völlig in Ordnung, sich aus toxischen Beziehungen über WhatsApp zu trennen, so, wenn man einfach weiß, man kriegt es nicht anders hin oder auch gar nicht, oder also irgendwas sagen sollte man schon, klar, aber das hat ja alles mit Ghosten nichts zu tun und mit Niveau, weiß ich nicht.
Also ob die Beziehung jetzt so niveauvoll war, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ihr spielt da wirklich in sehr niederschwingenden Energien und ja, ist wie es ist, ne? Oder sollte ich mich nochmal auf ein Gespräch einlassen und den Klick. Wofür denn für ein Gespräch? Also ich werde immer das Gleiche sagen, ihr könnt mir, bis ich 100 werde, diese Mail schicken, ich werde immer das Gleiche sagen, kein Kontakt, warum soll man dann noch ein Gespräch führen und dann landet ihr wieder im Bett und aber wie gesagt, wenn du was weiter willst, go for it. Ne? Würde ich zumindest Safe Sex machen, aber ich meine, empfehlen kann ich das alles nicht, aber ja, Affären sind nicht verboten irgendwie, ne? It's up to you. Eigentlich ein Wohn, echt krass, ne, wirklich, was alles verboten ist, ne, dass es dazu nichts gibt. Ist eigentlich schon auch schon ja faszinierend. So. Oder im klipp und klar sagen, dass er mich gekränkt hat mit seinen gemeinsamen Zukunftsbeschreibungen in der Zeit, als mir nicht gut ging. Ja, das wird ein tolles Gespräch. Das wird dann so laufen. Okay, können wir jetzt ins Bett gehen. So würde ich das Gespräch, glaube ich, mal zusammenfassen, was dann kommt. Ist er ein Narzisst? Jetzt haben wir auch wieder den Narzissten, der sich an meinem Schmerz laben will. Nee, das kann ich hier nicht sehen, dass er sich an Schmerz laben will. Er macht einfach das, wo er Bock drauf hat, völlig stur. Und er hat schon mal Bock, fremd zu gehen und fremd zu vögeln und viel Sex zu haben mit vielen verschiedenen Menschen, ohne da Konsequenzen zu tragen. So. Und das, wo er sich jetzt in einem Schmerz labt, also keine Ahnung, kann sein, dass es so ist, kommt aus dieser Mail aber nicht raus. Und ob er jetzt Narzisst ist, das war sehr nicht ernsthaft eine Antwort von mir, glaube ich. Die Frage ist auch, wirklich stellt sich ja gar nicht, die Frage ist doch, warum machst du das? So, ne? Und jetzt kann man wieder, ja, die bösen Männer, die bösen Narzissten und also es wird euch nicht weiterbringen, kann ich euch sagen, es wird euch nicht weiterbringen. Jetzt nehmen wir mal an, er wäre ein Narzisst, ja, toll. Und was ändert das jetzt an diesen Aufgaben, die sich dir hier stellen? Gar nichts, irgendwie gar nichts. Ne? Und solange man so Menschen, die man jetzt meint, die wären vielleicht in so einem narzisstischen Modus, solange man die auf den Podest stellt und ja, und nutzt, sage ich jetzt mal so ganz provokant, nutzt, um seine Liebessucht zu leben, worüber will man sich dann beschweren? Irgendwie, ne? Ich habe das früher auch so ein bisschen anders gesehen, aber mittlerweile denke ich einfach nur, man kann wirklich nur auf sich gucken, ne? Vor allen Dingen, klar, wenn man jetzt jemand kennenlernt und wird innerhalb von ganz kurzer Zeit total verarscht oder so, man hat eigentlich gar keine Chance, den kennenzulernen, aber du kennst ihn ja hier jetzt, ne? Also, das ist, guck in dich rein, dann wirst du alle Antworten finden, denke ich so. Ich bin momentan nicht mehr objektiv, wenn es um ihn geht. Ja, das glaube ich auch. Ich würde nie wieder in ein Dreieck gehen, da ich mich selbst mehr liebe als das, was er mir für Liebe seinerseits verkaufen wollte. Ja, mit Liebe hat das alles gar nichts zu tun, da geht es nur um Bestätigung. Und das verwechselt man ja oft, da wollte ich auch mal ein Video zu machen, dass man Bestätigung und Liebe so gern verwechselt. Ja, es tut schon weh und ich fühle mich dumm und verarscht. Danke fürs Leben. Lesen, lieber Christian. Ja, also du hast ja jetzt über eure Kommunikation nicht geschrieben. Es mag schon sein, dass es da Future Faking gab. Vielleicht gab es Gaslighting in dieser Beziehung. Ich rede ja immer gerne über diese konkreten Sachen, Verhaltensweisen, denen man so einen Namen geben kann, das finde ich immer viel besser, als da so mit Diagnosen um sich zu schmeißen. Oder das heißt, Narzisst ist ja nicht mal eine Diagnose, das ist auch mittlerweile einfach so ein Kampfwort geworden für Ego, wenn jemand sehr im Ego ist. So. Lieber hat das alles gar nichts zu tun, also du schreibst es selber, wann liest du denn selber durch, ne? Es geht um Abenteuer.
Und ja, wenn man sich ins Feuer stürzt, dann verbrennt man irgendwann. Und dann tut's weh. Und dumm, also ich würde sowas nie sagen, das ist dumm. Also das, da kannst du so intelligent sein, wie du willst, wenn dich so dein Liebeschiff so auf dem falschen Fuß erwischt und dann die tiefer liegenden Regionen im Gehirn mal Heimer spielen, sag ich mal, dann ja, dann hat es mit Intelligenz oder dass man so mit Rationalität gar nichts mehr zu tun. Ne? Also ich würde sagen, guck da liebevoll auf dich, sag dir, hey, boah, was war das für ein crazy ride und ab jetzt keine Dreiecke mehr. Das ist ja, also ich habe da auch, wie gesagt, keine. Ich finde, man sollte nicht in Dreiecke gehen, aber das sage ich jetzt einfach mal so als Weg, ne? Dass man auf diesen Weg muss man erstmal kommen und vielleicht probiert man es vorher aus und merkt, dass es nichts ist für einen. Ne? Also das ist ja das ganze Leben ist ein Ausprobieren. Man sollte sich da auch nicht auf so einen hohen, auf so ein hohes Ross stellen und sagen, ja, kann mir alles nicht passieren und so. Ja, vielleicht doch, ne? Und dann zieht man aber seine Lehren daraus. Und also siehst ja als Arschengel und als crazy Erfahrung, sei froh, dass nicht mehr passiert ist. Dass du nicht schwanger da rausgehst oder dein ganzes Geld verloren hast oder ich weiß nicht was. Und aber jetzt lass es auch mal gut sein, würde ich sagen. Ne? Und falls du es noch nicht gemacht hast, guck in meine fucking Kurse. Und wir werden uns bald wiedersehen.